Amerika, Venedig, der Orient. Dahin durften DDR-Bürger reisen, aber eben nur mit den Diggedacks, jenen drei freundlichen Gnomen aus den Mosaikheften der erfolgreichsten Comicserie der DDR. Unvergessen, was Zeichner Hannes Hegen dahinterlassen hat. Dieses Buch erzählt jetzt die geheime Geschichte der Diggedacks. So sieht er aus. Letzte Woche in Berlin. Dem Erfinder des Mosaik, Hannes Hegen alias Johannes Hegenbart, wird das Bundesverdienstkreuz am Bande verliehen. Hegen gilt als menschenscheu, als Sonderling. So, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Es heißt, er selbst wollte keine Feier, keine Interviews. Sollen wir da einmal ins Vögelchen schauen? Ost-Berlin, Spätherbst 55. Der Alltag ist leichter geworden, aber nicht für Funktionäre. Die offene Grenze bedroht den Sozialismus nach wie vor, auch mit sogenannter Schund- und Schmutzliteratur, Comics. Man muss Antworten finden. Und so sieht sie aus, die Antwort. Drei Kobolde, die Diggedacks und ihr Mosaik. Seit Dezember 55 gibt es sie an den Zeitungskiosken der DDR. Die Auflage deckt jedoch nie den Bedarf. Das Einzigartige beim Mosaik, bezogen auf die Publikationslandschaft der DDR, bestand ja darin, dass es eine Zeitschrift war, die in einem staatlichen Verlag erschien, der einer politischen Organisation, nämlich der FDJ, gehörte, aber eine Zeitschrift war, die praktisch nur abhängig war vom Willen des einen Autors, Johannes Hegenbart, der Kompromisse eingeschlossen praktisch machte, was er für richtig hielt und dies sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich durchsetzen konnte. Hier in der Waldo-Allee in Berlin-Karlshorst versammelte Johannes Hegenbart die von ihm ausgewählte kreative Mannschaft. Noch heute wohnt er hier. Marc Lehmstedt interessiert sich in seiner geheimen Geschichte der Diggedacks für die Umstände, unter denen das Mosaik hier Monat für Monat entstand. Sein Buch enthält auch diese Fotos aus der Diggedack-Werkstatt. Sie zeigen fröhliche Menschen. Die Grafikerin Lona Rietschel erinnert sich lebhaft an die vielen Jahre beim Mosaik. Das wurde viel gelacht und viel Klamauk gemacht auch, ja. Und nicht zuletzt von Hegenbart. Also er ist ein sehr agiler Mann gewesen, der jede Situation erstmal so richtig vorgespielt hat. Pass mal auf! Und dann kam der an und dann hat er... Oh, und so, ja, der hat uns alles vorgespielt. Auch wenn solche Situationen im Heft zu zeichnen waren. Das müssen Sie sich so vorstellen, der kommt jetzt hier angerannt und da kommt die Ratte oder irgendwas. Der Chef hat die Ideen, die Mitarbeiter führen sie aus. Eine solche Befehlskette sorgt für latente Spannung, zumal unter Kreativen. Dem Ausdruck der Figuren hat das eher genützt als geschadet. Trotzdem, man sah sich als Kollektiv. Im Garten der Villa wurde auch gefeiert. Doch Hegen blieb der Boss. Als solcher stellte er sich immer schützend vor das Mosaik und seine Mitarbeiter. Und Zumutungen vor allem der Zensoren, die gab es reichlich. Im Entwurf für Heft 18 waren die Fallschirme der Legionäre noch als Vögel ausgeführt. Der Zensor meinte darin, den Bundesadler zu erkennen. Die Vögel wurden verboten. Man musste schon sehr von sich überzeugt sein, um sowas auszuhalten. Für mich steht künstlerisch Hegen ganz hoch und das sind natürlich auch viele Sachen, die der Zeit geschuldet sind. Also so das ästhetische Empfinden der 50er, 60er Jahre, auch mit der Farblichkeit. Aber da gibt es ja doch durchaus viele Parallelen jetzt wieder in unserer Zeit. Also dass das gerade völlig in Vogue ist mit so einer Farbigkeit und auch mit so einer Formsprache, wie die in den Hintergründen, die Städte und sowas aussehen, in dieser Weltraumserie vor allen Dingen zu arbeiten. Zum Neos flogen die Diggedacks auf Druck der Funktionäre. Ihre Reise durch die utopisch-sozialistische Welt war ein Kompromiss. Die Verlagsbosse hätten die Kobolde am liebsten an der Seite von Ernst Thälmann oder auf den Barrikaden der 48er-Revolution gesehen. Hegen verweigerte sich konsequent solchem Ansinnen. Und in ganz harten Momenten schaltete er auf stur. Von mir aus macht eure revolutionären Bildgeschichten, aber dann ohne mich und meine Diggedacks. Er hat ein paar Jahre vorher die Figur des sogenannten Rumpelmännchen erfunden. Das ist die Figur, die den meisten vielleicht bekannt ist als das Symbol für die Erfassung von Sekundärrohstoffen in der DDR. Und da hat er sich die Rechte nicht sichern lassen
und war also jetzt höchst verärgert, dass die Figur immer wieder benutzt wurde und er verdiente nichts daran. Und hat daraus gelernt, wenn ich so eine neue Zeitschrift mache, muss ich mir die Rechte sichern. Und das hat dann auch über 2 Jahrzehnte sehr gut funktioniert. Hegen und seine Mitstreiter zeigten sich stets clever. Sie erfanden den fahrenden Ritter Heino Runkel von Rübenstein. Ein Bildroman mit großem Erzählbogen machte Zensureingriffe extrem schwer. Doch Mitte der 70er, so steht es in Lehmstedts Buch, hatte Hegen den Wunsch, nur noch 6 Mosaik im Jahr herzustellen. Sich den Gewinn halbieren lassen, das wollte der Verlag nicht. So mussten wir Abschied nehmen von Hegen und den Diggedacks, von denen wir so viel gelernt haben. Also in geschichtlicher Sache ganz viel. Ich denke mir mal, dass bestimmt ein Großteil der Venedig-Besucher nach der Wende ist, die Frauen haben gedacht, es ist toll, dass mein Mann nach Venedig fährt, aber der wollte an sich nur von Ritter Runkel die Originalschauplätze sehen. Wenn man heute jemanden irgendwie von der Straße runterzieht und ihn fragt, was der Markusplatz ist, weiß das keiner. Damals haben das alle gewusst, ne? Obwohl sie nie da waren. Mitte der 90er gab es den Versuch, die Diggedacks als Filmfiguren zu reanimieren. Es blieb bei diesem kurzen Pilotfilm. Das werden manche schade finden, aber auch die können sich jetzt ein bisschen trösten. Mit dem unterhaltsamen und spannenden Buch von Marc Lehmstedt, Die geheime Geschichte der Diggedacks. Rübendiebe, volle Deckung! Na dann, fallen dir Rüben auf den Kopf, brauchst du einen Unterschlupf. Diese erste Auflage des Buches von Marc Lehmstedt ist vergriffen. Die zweite Auflage soll aber noch vor Weihnachten in die Buchläden kommen.